Wir haben heute den 1. März 2019, sind in Berlin und beginnen mit dem Stotterer-Training. Stell dich doch bitte mal vor, erzähl, wie du heißt, wo du herkommst und was du machst und warum du hier bist. Ich bin jetzt so aufgeregt, ich kriege überhaupt kein Wort jetzt natürlich raus, okay. So vor fremden Leuten. Ich habe einen Block, also es geht irgendwie nicht so. Wie fühlt sich denn der Block an? Na, dass ich nicht atmen kann. Okay, wo sitzt der fest? Hier oben. Okay. Atme mal tief durch und atme also hier oben. Also. Und wenn du magst, dann lass so das Wort, das du da sagen möchtest, du musst noch nicht gleich ganze Sätze sagen. Vielleicht auch, wenn du das Wort für Wort hinbekommst, ist echt okay. Ich heiße Michaela. Wohne hier in Berlin und bin 57 Jahre alt. Wir haben heute den 2. März 2019, sind in Berlin und machen eine kleine Zwischenaufnahme. Michaela, du warst gestern Abend schon mal vor der Kamera. Heute hast du dein Probetraining beendet. Erzähl doch nochmal bitte, wie es dir jetzt so geht, was du mitnimmst, wie du dich gerade fühlst. Ja. Kannst du auch dich auch nochmal vorstellen, wenn du möchtest, das sagt gleich eben Michaela. Ich bin Michaela von gestern und habe das Probetraining mitgemacht bei dem Hans und bin total überrascht, dass ich jetzt absolut entspannt bin nach den ganzen Sachen, die wir hier heute angestellt haben. Und die Atmungsübungen, die sind richtig gut angeschlagen bei mir. Und auch die Meditationsvorführung. Bin jetzt wirklich gut im Redefluss, wie ich das so merke. Habe ich vorhin schon ganz nett mit der Bekannten von Freundin von Hans unterhalten. Da habe ich auch schon gemerkt, dass ich schon ganz gut sprechen konnte, was gestern gar nicht der Fall war. Und ich bin jetzt ganz optimistisch und werde das auch in Angriff nehmen. Ich wollte bloß erst mal gucken, wie es hier so lang läuft und wie die anderen Leute so sind. Und habe mich aber ganz gut aufgehoben gefühlt. Und ich glaube, den anderen geht es auch so. Und ich freue mich, wenn ich wiederkommen kann, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Und ich werde auch zu Hause weitermachen mit den Atemübungen. Und ich hoffe, dass ich das in meinen Alltag schon jetzt mit einbringen kann, nach den anderthalb Tagen. Und ja, bin eigentlich ganz happy erstmal. Ja.